Duell der E-Luxus-Limousinen. Freunde, heute gibt es keinen klassischen Elektrocheck, sondern wir gehen der Frage nach, was ist die geilste voll elektrische Limousine Deutschlands? BMW i7 versus Mercedes EQS. Dann habe ich hier Tiefen. Geil. Wie das aussieht. Alter. Erstmal hier in den Sportmodus wechseln. Boah, bin ich gut weg vom Schlag gekommen. Freunde, heute gibt es keinen klassischen Elektrocheck, sondern wir gehen der Frage nach, was ist die geilste voll elektrische Limousine Deutschlands? Einmal der BMW i7 oder der Mercedes EQS. Zwei richtig geile, luxuriöse Elektroschlitten. Natürlich, ich brauche jemanden, der sich auch mit Luxus auskennt. Ich musste ihn ein bisschen überreden. Jetzt komm doch mal raus. Er geniert sich so ein bisschen. Er lässt sich so gerne Elektroautos blicken. Hami, komm doch mal vor. Alex, mein Gott, schön, bei dir dabei zu sein, Mann. Danke, dass du gekommen bist, Mann. Endlich mal. Champions League. Das ist wirklich einfach das Beste, was die deutsche Autobauwelt zu bieten hat. Und das checken Hamid und Alex in diesen 5 Kategorien. Luxus-Gadgets, Alltag und Special Features. Design und Qualität, Preis-Leistung und Performance. Hamid, wir kommen direkt in deine Welt, Luxus-Gadgets. Für mich im Elektrocheck waren das die beiden luxuriösesten Autos, die ich jemals saß. Okay. Luxus, genau dein Ding. Wo glaubst du? Absolut, ich liebe es. Das ist genau mein Part. Lass uns mit dem Mercedes anfangen. Das ist, die Family kenne ich. Aha. Okay. Und vor allem, fährst du? Wir müssen auch ein bisschen fahren, weil sonst können wir nicht alles erleben. Aber du bist so ein Typ, ne? Der muss gefahren werden. Ja, absolut. Eigentlich sitze ich ja hinten rechts, aber heute mit dir vorne. Weißt du warum? Das ist aber nett. Wegen meinem Hyperscreen. Ach so, okay. Mein Beifahrerdisplay ist größer und viel, viel luxuriöser als komplett Dacia Duster. Überraschung. Heute immer mal wieder dabei, der Dacia Duster. Für 23.300 Euro ist hier alles drin, was man braucht. Deswegen hat der Rumäne für Hamid eine besondere Bedeutung. Es ist meine Währung. Es soll auch nicht respektlos sein. Es ist aber eine Währung, dass die Leute das besser verstehen. Dass wir sagen, eine Frontschutzscheibe bei einem Königseck kostet 2 Dacia Duster. Das ist krass. Dann brandest du das mehr, als wenn du sagst, kostet 20, 25. Der hier kostet etwas mehr. Der Mercedes EQS geht als 580 4MATIC mit 544 PS bei über 140.000 Euro los. Unser Testwagen kommt mit allem Shishi sogar auf satte 171.000. Aber wie gut ist diese Elektro-Luxus-Limousine wirklich? Das klärt unser Test. Hamid, für mich gibt es keinen schöneren Innenraum. Ich sitze bei keinem Auto lieber vorne als bei diesem EQS. Das ist krass, was du das sagst. Ich bin halt komplett der Display-Fan. Mhm. Ich mag Knöpfe nicht. Schau mal, wie clean das hier aussieht. Ja, das stimmt. Einfach das nur stimmt. Fett Display. Das was ich mega cool finde, was ich mega feier, ist A, mein Beifahrerdisplay. Ich kann alles hier steuern, alles. Ich brauche dich gar nicht. Ich brauche auch das hier alles gar nicht in der Mitte. Brauche ich nicht. Ich brauch das Ja, du brauchst das, aber ich nicht. Ich kann alles, was du da hast, habe ich hier. Also was ich mega cool finde, ist halt, wenn wir eine lange Fahrt haben, habe ich hier Videostreaming. Guck mal, sobald du da hinguckst, blendet der da. Hör mal auf. Oh, ja, ja, klar. Wie clever ist das denn? Sobald du da hinguckst, ich hab mich dann, auch dann kann ich auch nicht mehr. Guck mal, du guckst die ganze Zeit dahin. Hör mal auf, guck nach vorne, damit ich es gucken kann. Ein weiteres Luxusfeature, das aber auch weniger luxuriöse Autos besitzen, der Sprachassistent. Hey Mercedes. Was kann ich für dich tun? Mach meine Massage an. Gerne. Ich schalte die Massage ein. Das ist los. Kannst du vielleicht das auch für mich noch organisieren? Ja. Hey Mercedes. Ja, bitte. Mach bei den Fahrern auch die Massagesitze an. Wie bitte? Mach bei den Fahrern die Massagesitze an. Ich starte die Massage für den Fahrersitz. Vielen Dank, aber Hamid, ich muss wirklich festhalten, ich komme vor wie ein der Sprachassistent hört nicht sauber zu. Da kann der BMW wirklich ein bisschen was gut machen. Ich lass mich überraschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass BMW besser ist. Wenn ja, überrascht es mich sehr. Vor dem Tausch noch ein Blick nach hinten. Im Mercedes gibt es die Rücksitze zum Umklappen oder mit Massagefunktion. Weitere Features wie Displays an den Kopfstützen bekommt man im Fondsitzpaket Plus für über 3.000 Euro extra. In München fängt der Luxus beim Einsteigen an. Okay, erzähl. Gönn dir das, das ist schon wirklich edel. Also damit kann man mich schon auch ein bisschen begeistern. Drückst auf den Knopf und die Tür geht auf für dich. Das ist mega, das ist richtig. Aber ich weiß, dass er noch eine Funktion hat. Ich möchte mich zwar nicht einmischen, aber du machst es zu. Okay, du drückst nur einmal drauf
Und dann machst du so, dann geht er nämlich komplett auf. Ja, mein Junge. Das ist noch nicht alles. Der BMW i7 kostet als xDrive 60 mit 544 PS mindestens 139.900 Euro. Unser Testwagen kommt mit seiner Ausstattung sogar auf knappe 188.000 Euro. Dafür gibt's hinten aber auch Gadgets, die man so im Mercedes nicht gesehen hat. Zunächst geht's aber vorne weiter. Hyperscreen, leider nein. Hyperscreen, nein, dafür, dafür sehr klassisch gehalten. Okay. Aber ich finde das jetzt auch nicht so hochwertig, ehrlich gesagt. Ich finde es schon von der Anmutung durchaus schön, es ist mir nur einfach zu wenig Displayfläche. Definitiv, ja. Und es ist nicht so filigran. Ich habe nicht das Gefühl, dass es schwebt. Aber was kann's denn? Hallo BMW, mach meine Massagesitze an. Okay, ich aktiviere die Massage abwärts bei dir. Okay, sehr gut. Ich meine, ich mag keine Knöpfe, aber wenn die so schön eingearbeitet sind, ja, dass du die trotzdem noch triffst während dem Fahren, ja, ist eigentlich vorteilhaft. Mega, kann ich nur dazu stimmen. Ansonsten finde ich von Ihnen hier im Frontbereich mega langweilig. Boah, finde ich schon ein sehr hartes Urteil. Also ja, er kann weniger als EQS hier vorne, mhm, aber lass uns jetzt eine kurze Runde drehen. Mhm. Du bist doch jemand, der gerne rechts hinten sitzt. Mhm. Bist du mein Chauffeur jetzt? Ich ziehe mir meine Handschuhe an, sieht's dich, das volle Programm. Guten Tag, Herr Hamid. Wie geht es Ihnen? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich muss sagen, mein allererster Eindruck ist immer wichtigster Eindruck. Ja, so. Und ich sitze hier hinten mega gemütlich. Doch auch hier kostet alles Aufpreis. So, jetzt gehe ich mal auf meine Liegeposition und das feiere ich hier total. Das ist schon einfach absolute Weltklasse. Das ist schon genial. Dass du hier rechts hinten so verwöhnt wirst. Das ist ein Wahnsinn, ja. Wie findest du das Display? Kommst du intuitiv mit der Steuerung zurecht? Also mega. Ich finde es ein bisschen zu klein. Es ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass das jetzt hier fix ist. Normalerweise kenne ich es ja hier in meinen... Hier in der Mitte, in der Mittelkonsole, okay, da muss man sich dran gewöhnen. Aber eine positive Sache, was ich hier finde, ist, es fliegt nicht rum und du musst das nicht auseinanderwurscheln. Also das finde ich sehr cool, muss ich sagen. So, jetzt habe ich es schön eingestellt. Und dann habe ich hier schön hinten sogar meine Massagesitze. Richtig geil. Der BMW hat ja auch das Executive Lounge Paket für über 6.700 Euro. Und dann habe ich hier TV. Und jetzt? Ja, jetzt kommt richtig, Alter, richtig was hier. Jetzt wird's geil. Ausklappen. Das sind 33 Zoll, ne? Ich bin gerade richtig neidisch, ob das ich da hinten, so geil, wie das aussieht. Das ist doch so ein bisschen Trennung zum Fahrer, ne? Das glaubt dir kein Mensch. Oh, BMW Theater Screen. Du da drinnen chillst. Alter, guck bitte nach vorne, Alter. Ja, wir sind hier sind 1 Million Container, der guckt mich an. Neidisch, ja. Geil. Was für eine Bildqualität. Kann man machen? Das kann man nicht machen. Das muss man machen. Das ist ja mit in einem Paket mit drin für ca. 6.000 Euro, ne? Es ist tatsächlich unter 7.000 Euro. Ich meine, dafür finde ich es fast günstig, ne? Mega. Schon, ja, wie du hinten sitzt, hast ein Display, ja, auf, ja, der Größe. Ja. 7.000 Euro bei dem Fahrzeugpreis, komm, geschenkt. Man kann den Screen auch einzeln für 4.700 Euro bestellen. Zeit fürs Fazit. Okay. Das wird direkt eine richtig harte Punktevergabe für mich, Hamid. Alex, ey. Ey, muss ich die Tür selber aufmachen? Hamid, so, jetzt, es reicht, wir sind wieder auf einer Moderatorenebene. Nein, das kann schön nicht alles selber. Komm, das jetzt kann her. Doch nicht sein, Mann. Wahnsinn. Pass auf, ich biete einmal meine Laienmeinung zum Luxus an. Okay, ja? Ich würde sagen, für mich beide haben diesen Wow-Faktor. Ja. Krass, krass, krass. Absolut. Der EQS, mehr dieses vernünftige Luxus-Game. Also so, du hast diesen Hyperscreen, du hast die ambiente Beleuchtung. Also, ja, Sachen, die du wirklich als Fahrer auch im Alltag genießen kannst. Mhm, dann aber kommt der i7 her, macht dir die Tür so automatisch auf. Dann tut es ja so eine Wohlfühloase rechts, ja, hinten auf. Display fährt runter, einfach krank. Also ich komme direkt zur Sache. Okay, komm. Ja? Also wir haben hier zwei Autos stehen, absolut in deren Liga ganz weit oben. Ja. Und natürlich fahre ich so ein Auto selber. Ich möchte ein Auto haben, was ich optional selber fahren kann. Ja. Oder halt auch gefahren werdet. Und da muss ich sagen, da hat der Mercedes haushoch verloren. Aber hier bei dem BMW im Fahrerbereich, mein Display, Entschuldigung, wenn ich das so sage, es ist einfach schlecht. Okay? Ah, das ist einfach okay, so. Ja? Hier sind wir aktuell bei den Mercedes. Du kommst rein und bist geflasht. Ja, es wird nicht mehr besser als die, okay? Aber das Gesamtpaket hat der BMW, weil ich mich hinten reinsetzen kann. Ich habe mein 33 Zoll Display hinten, kann arbeiten, kann in Liegeposition gehen, kann alles machen. Die krasseren Luxus-Gadgets, ihr habt es gehört von Hamid, Alex, sind beim BMW i7. Ey, ich würde Ihnen niemals widersprechen. Es ist schon krass, was der anbietet. 1:0 also für den BMW. In unserem Duell der Elektro-Luxus-Limousinen dreht es sich jetzt um Special Features.
Autopilot mit Abstandsregler und Spurhalteassistent müssen sich nun zuerst im BMW beweisen. Nebenbei wird auf gleicher Strecke der Verbrauch gemessen und am Ende bewertet. Und jetzt können wir eigentlich Lenkrad loslassen. Ich muss immer mal zwischendurch reingreifen, weil er mir das bei meinem Head-Up-Display sofort anzeigt. Erstmal ganz dezent in Gelb. Und wenn ich dann immer noch nicht eingreife, dann wird es rot. Und jetzt fängt er hier an zu blinken. Mein Lenkrad fängt an zu blinken. Das ist cool gemacht. Das ist geil gemacht. Und gleich geht er auf Rot. Gleich sagt er, ey, was ist los mit dir? Ey, wo sind deine Hände? Weißt du? Wo genau. Sind deine schönen, starken, lass mal gucken, ab wann. So, jetzt. Jetzt fängt Lenken an. Sofort selbst Lenken übernehmen. Sofort selbst übernehmen und dann übernimmst du auch. Und jetzt kannst du aber wieder auch loslassen. Ah, jetzt macht er wieder. Ja, genau. Okay. Er erkennt die Schilder. Jetzt in dem Fall haben wir 120. Dann passt er sich auch bei 120 an. Jetzt ist offen. Jetzt kannst du mal schön hochziehen. Jetzt machen wir mal hier auf 190. Schafft er das? Also 190. Das wäre schon krass, wenn es 190 selber fährt. So, bei Tesla fährt der Autopilot nur bis 140. So, ich mache aber trotzdem vorsichtshalber. Ja, bitte. Hast jetzt du Angst? Hände wieder im Lenker. Hey, 190, das Auto fährt gerade selber. Ja. Zieht hoch auf 170. Das Auto fährt selber, genau. 80, vorne ist auch noch Verkehr. Das Alter. Muss jetzt auch gleich sehen und bremsen. Jetzt bremst er. Okay, jetzt bremst er. Also das recht er. Vorausschauend. Das macht er gut. Recht das gleichmäßig. Genau. Bremsung. Du hast nicht so einen Notbremse-Effekt. Okay. Das hast du nicht. Das ist sehr geil gemacht. Sehr, sehr geil gemacht. Der war gerade bis 180 alleine unterwegs. Total. Der Einzige, der hier nervös ist, bist du. Ja, ganz ehrlich. Hier hat der i7 also solide performt. Für den nächsten Check geht's runter von der Autobahn. Herzlich willkommen auf der kurvigen Landstraße. Lieber i7, hier kannst du zeigen, was du drauf hast und besser sein als der EQS. Jetzt fährt er 100, jetzt fährt er ganz easy. Boah, wir sind auf 100 km/h. Lenkrad ist eingestellt. Jetzt kommt eklige Kurven auf der Landstraße. So, jetzt kommt's. Jetzt, oh. Geht er ein bisschen runter vielleicht? Alter. Der geht nicht runter. Nein, der geht nicht runter. Der bleibt der konstant mit 100. 100. Aber er sieht das Motorrad und jetzt geht ein bisschen runter jetzt. Genau, jetzt ist er auf 90. Jetzt haben wir hier die Linkskurve. Boah! Hat er gemacht. Frei. Das macht hier nicht jeder Autopilot. Das ist wirklich, wirklich gut. Aber Alex und Hamid wollen natürlich den direkten Vergleich beim Duell der Elektro-Luxus-Limos. Wie beim BMW wird auch bei der Fahrt mit dem Mercedes der Stromverbrauch ermittelt und später bewertet. Zuerst geht's wieder auf die Bahn für den Test des Autopiloten. Wie wird sich der EQS hier schlagen? Wir fangen an. Sehr gerne. Einfach hier auf Plus. So. Ich lasse Lenkrad los. Der hat jetzt Verkehrszeichen 100 erkannt, ist auch sofort auf 100 runtergegangen. Also Spur halten ist alles noch super. Jetzt zeigt er mir einmal Lenkrad anfassen. Hier hat er natürlich bei dem BMW die ganzen Warnsignale im Lenkrad, hat der jetzt hier nicht. Das hat jetzt zieht einer von uns rein, das macht der Audi da. Er hat das sofort. Er hat sofort so ganz klar gezeigt, da kommt einer raus und fährt geschmeidig runter. Der geht nicht in die Bremsen. Und jetzt ist die Autobahn jetzt ist gleich frei. Offen. Jetzt kannst du mal draufhauen. So, warte. Es ist frei. Oh. Es ist frei. Er fährt. 160, 170. Noch hält er mittig in der Spur. Jetzt zieht vor uns einer rein. Es wäre Zeit, aber das zu erkennen und langsamer zu werden. Jetzt. Guck mal. Jetzt fährt er runter. Hält wieder gut. Unglaublich. Also auf der Autobahn kein Fehler, aber auf die Landstraße. Aber auf die Landstraße. Bisher hat er wirklich die Chance, den i7 hier den Schneid abzukaufen. Autopilot aktiviert, die kurvige Strecke fängt hier an. Jetzt zeigt sich, wo der Frosch die Locken hat, Hamid. Auf geht's. Jetzt ist 100. Er checkt, dass hier 100 erlaubt ist. Beschleunigt auf die 100 km/h. Er beschleunigt aber auch gar nicht. Langgezogene Rechtskurve, die. Es kommt Gegenverkehr. Wie kriegt er hin? Alter. Oh, jetzt haben wir ihn. Sei bereit. Gegenverkehr ist da. Jetzt hart. Guck mal, aber er geht runter. Er ist nicht bei 100. Macht der das? Alter. Mega. Auch im Mercedes funktioniert der Autopilot tadellos. Trotzdem liegt die letzte Verantwortung immer beim Fahrer. So. Alter Schwede, enger kann ein Rennen nicht sein. Enger kann es nicht sein. Und jetzt, Hamid, kommen die elektrospezifischen Sachen. Wir haben nämlich vorhin den Verbrauch genullt, sind dieselben Strecken gefahren.
Verbrauch beim EQS waren 22,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Beim i7 23,7, also minimal drüber. Ich würde sagen, hier sehr windschnittiges Auto, noch ein bisschen leichter, das wird ihm sicher geholfen haben. Rechnerische Reichweite, brauchen wir jetzt noch die Batteriekapazität. Die sind riesig bei beiden Autos. Hier aber 108 Kilowattstunden gerundet und hier nur 102. Rechnerische Reichweite, 470 Kilometer bei unserem Verbrauch, beim i7 430. Also mal 40 Kilometer weiter kommt der EQS. Also ich muss sagen, alter Schwede, der BMW funktioniert einwandfrei. Brauchen wir gar nicht reden. Es ist einfach Schweben, es ist ein Schiff. Du fährst auf der Autobahn, du hörst nichts, du fühlst dich mega safe. Autopilot an, der hält einen Abstand, alles super. Und wir beide haben echt gedacht, das kann man nicht mehr toppen. Oder? Das kann man nicht mehr toppen. Und dann fahren wir den Mercedes. Es war einfach wunderbar auf der Landstraße, wie er die Kurven genommen hat. Absolut. Auf der Autobahn hat er sich keine Blöße gegeben. Der Autopilot beim EQS ist top, top, top. Beim i7 ist er auch wirklich kürzer den Marktführern, aber müh schwächer als beim EQS. Das ist ein Punktgewinn für den EQS. Autopilot ein Ticken besser, Verbrauch ein bisschen besser, Reichweite ein bisschen besser, Ladegeschwindigkeit, beide ein bisschen über 30 Minuten von 10% auf 80%. Okay. Ich mach's kurz. Der zweite Platz, das muss man dazu sagen, hat hier top performt, aber der EQS war ein bisschen alltagstauglicher und hat sich diesen Punkt wirklich verdient. Ja. Das sind echt gute Werte. Absolut. Und eine starke Autopilot-Performance. Damit herrscht Gleichstand zwischen den beiden Premium-Elektro-Luxus-Limos. Wer kann sich in der nächsten Disziplin absetzen? Wir kommen jetzt zu einer wirklich streitbaren Kategorie, denn es geht um wirklich auch persönlichen Geschmack. Absolut. Design und Qualität. Ja. Hamid, was sagst du? Wir fangen mal mit dem BMW an und gucken uns mal die Verarbeitung mal im Frontbereich an. Es ist gesetzlich nicht anders möglich. Es muss aus Anführungsstrichen Plastik sein. Es ist ein Fußgängerschutz. Du darfst es einfach nicht anders. Nichtsdestotrotz erwarte ich auch in Sachen Plastik eine gewisse Hochwertigkeit. Und wenn ich jetzt... Sag mal ruhig. Sag nichts. Ja, komm, ich hör's. Ja, guck mal. 180 Mille. Hey! Im Leben nicht. Das hört sich an wie so ein, das hört sich an wie so ein Ü-Ei. Ja, jetzt will ich auch. Oh. Ja. Schon ein bisschen satter. Absolut. Schon ein bisschen wertiger. Absolut. Wenn ich mich hier vorstelle, sage ich, alter Schwede, das Ding ist ein Klotz auf vier Räder. Natürlich geballte Power. Okay. Er ist übertrieben protzig. Benenn es doch mal beim Namen. Für meinen persönlichen europäisch geprägten Geschmack ist das schon sehr viel. Das ist schon wirklich dick aufgetragen. Es ist sehr viel, es ist sehr hoch. Aber jetzt kommen wir ja noch mal zur Innenausstattung. Qualität. Das spielt ja auch noch eine große Rolle. Sie dürfen einmal hier raufdrücken, bitte. Piep. Und wenn ich die Tür aufmache, sehe ich diese wunderschöne Türverkleidung. Ja. So ein paar Details. Mhm. Hier blinkt es schön, ja, die Sitzverstellung. Mhm. Der Stoff, darüber kann man wahrscheinlich streiten. Was sagst du zu sowas? Also ich muss sagen, ich bin kein Stofffan. Jetzt in dem Falle haben wir ein E-Auto. Es ist alles aus Kunstleder, es ist nachhaltig. Ist auch richtig so, aber dann würde ich komplett Kunstleder nehmen, weil wenn da Flecken draufkommen, bist du durch. Cool, ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn du die Tür aufmachst und dir das anschaust, hast du sofort ein Luxusfeeling. Sieht alles aus wie Kristall, geschliffen, sehr hochwertig gemacht. Auch meine Lautsprecher, die Verkleidung auch sehr hochwertig gemacht. Mein Armaturenbrett mit voll Kunstleder bezogen, schöne Nähte, die du auch von hier sehen kannst, spielt ja auch eine Rolle. Das ist das Auto auch von außen. Du lachst mich aus gerade, ne? Ich schwör's, du lachst mich aus. Wenn es um Stitching geht, ich höre einfach gerne zu. Ich habe noch nie geschaut, was da die Nähte so machen. Ja, aber doch. Okay, ja, muss man scheinbar auch. Du gibst dein Auto beim Hotel ab, dann steht das Auto da, dein Concierge parkt dein Auto genau da vorne. Du kommst von Einkaufen und guckst rein und hast supergeil Kontraststitching. Das ist geil. Geil. Das ist geil. Also für mich, ich achte eher auf diesen intuitiven ersten Eindruck. Ich mache die Tür auf. Blicke rein, überlege gar nicht, warum fühle ich so über das Auto, wie ich mich fühle. Mhm. Aber hier, ich sehe einfach einen modernen, aufgeräumten, schönen Innenraum. So, jetzt gehen wir mal rüber zu den Mercedes. Also ich muss ja sagen, mir gefällt diese elegante Form. Ja. Vor allem, wenn man versteht, wie windschnittig sie ist. Ja. CW-Wert 0,2, das ist Weltspitze. Mega, mega. Und je windschlüpfriger du bist, desto geringer der Verbrauch, desto weiter kommst du. Absolut. Macht Sinn bei mir. Ich finde das Auto gelungen, weil das ein ganz neues Auto für mich ist. Auch wenn wir jetzt uns drin jetzt mal umschauen, okay? Mhm. Wenn ich jetzt mal die Türen aufmache, was ich extrem nervig finde, liebe Mercedes-Freunde, sind die Türgriffe. Die sind so nervig. Aber haben wir schon mal auch hier einen Türgriff, der in der Tür verschwindet, macht Spaß. Das Auto wieder windschlüpfriger. Ja, du mit deinen windschlüpfriger, Alter. Da kommst du wieder ein paar Kilometer weiter. Und ich finde schon auch elegant, wie das so rausfährt. Und jetzt bist du hier. Und für mich ist einfach
der Hyperscreen. Ja, das ist es. Das ist brutal. Das ist ein Wow-Faktor. Du machst die Tür auf und du siehst einfach eine neue, moderne Welt. Genau, und das siehst du nicht in einem 2015er Mercedes, oder? Nein, das ist da hast du kein Rädchen in der Mitte und Knöpfe und so weiter wie bei dem BMW. Das ist was Neues. Das ist fett. Über 1 Meter Bildschirm vorne. In 3 Teilen aufgeteilt. In der Mitte schön gewölbt. Alles perfekt. Leicht bedienbar. Und dann gucke ich hier meine Türverkleidung an. Natürlich kommen hier auch Sachen wieder wie meine Sitzeinstellung. Ist logisch, ist ja klar. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe hier ein ganz, ganz neues Auto. Für mich beim EQS das Highlight ganz klar der Hyperscreen. Mhm. Unglaublich. Beim i7 verliebe ich mich so ein bisschen in diese Glaselemente. Dieses geschliffene Glas, was du in der Tür findest, in der Mittelkonsole, im Armaturenbrett, finde ich richtig edel. Zeit für Hamid, den Dacia Duster rauszuholen. Wo liegen die Unterschiede zu den Luxuslimos? So, jetzt gehen wir mal in die normale Welt. Guck dir das mal an. Ich komme mal direkt zur Sache. Frontgrill BMW hat sich ja echt schräg angehört. Mach mal. Bin gespannt. Ja. Oder? Oh ja, das ist dasselbe Geräusch wie beim BMW. Krass, ne? Und dann hast du hier Türknöpfe, BMW. Ja, ist hier vorne. Jetzt komm mal mit. Nein, komm mal mit. So einen kleinen Ultraschallsensor da. Guck mal hier. Die Parktronic-Knöpfe von Dacia. Ja. So ein Türöffner von BMW. Ja, genau. Kannst nicht schlecht, warte mal, geht bei BMW die Tür auf? Nein. Okay, jetzt will ich mal reinschauen. Und das, also das hier für den Weltraum, das hier wieder Planet Erde, normales Auto und ja, so schauen normale Autos aus. Ne? Du und Dacia, das hat irgendwas. Du. Das passt zusammen. Das Auto fährt überall dich hin, funktioniert. Inzwischen ist das auch richtig ein Auto geworden, hier sogar mit Automatik. Kostet jetzt aber auch inzwischen 23.000 Euro. Ne? Darfst du nicht vergessen. Ja gut, wir sind hier gerade vollkommen luxusversaut, 23.000 Euro. Aber hier haben wir so ein paar Vergleichspunkte, die wir euch gerne zeigen wollten. Das ist halt die normale Welt. Das ist hier nicht mehr normal. Das ist hier absolut oberste Liga. Du musst hier ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann sein oder im Vorstand sein oder sonstiges, dass du so ein Auto bekommst. Für mich, ja, außen ist der i7 einfach ein bisschen zu wuchtig. Der ist für den asiatischen, für den chinesischen Markt gut. Für mich als Europäer, ich bin beim EQS. Innenraum finde ich beide wirklich gelungen, aber dieser Hyperscreen, Mann, das holt mich so unfassbar ab. Mein Punkt für Design und Qualität wäre beim EQS. Ich bin da ganz klar bei dir, 100%. Es ist Geschmackssache, darüber kann man sich bis morgen streiten. Aber nichtsdestotrotz finde ich auch persönlich, der Mercedes ist durchdachter, gelungener und auch, wenn ich schon ein niegelnagelneues Auto kaufe, möchte ich auch was Neues erleben. Und das ist absolut bei den Mercedes. Damit steht es 2:1 für den EQS im Battle der High-End-Elektro-Luxus-Limousinen. Jetzt reden wir über das große Geld und ich übergebe auch gleich an den Meister der Aufpreisliste. Weil Hamid, wir wollen rausfinden, bei welchem Auto du im Konfigurator bei den Extras mehr für dein Geld bekommst. 140.000 Euro, das ist die Basis bei beiden. Wie schaut's aus? Ich fange direkt an mit 1.500 Euro elektrische Türen. Und 1.500 dann hier, Euro? 1.500 Euro, für den Spaß? Für den Spaß? Das ist für mich Pflicht. Das ist, das ist eine Nummer, was 100% sein muss. Und hier kommen wir dazu, dass 1.500 Euro jetzt hier nicht viel sind. Dann habe ich hier natürlich meine Business Seats in dem Sinne drin. Und das Ganze kostet ca. 4.000 Euro. Muss man wieder mitnehmen. Musst du mitnehmen und ich finde das gut. Aber was ein Muss ist, es gibt bei gewissen Autos ein A und O. Bei dem Bentley ist es Rotation Display, bei jedem Ferrari oder bei jedem Sportwagen sind das Liftsysteme und so weiter. Und hier ist es mein 33 Zoll Bildschirm. Muss rein. Und das Ganze kostet mich auch ca. 4.000 Euro. Ich weiß, dass man beim Mediamarkt für 500 Euro so einen Fernseher bekommt, aber im Auto verbaut. Es darf nicht klappern, es muss 100% funktionieren, die Qualität muss stimmen. Wenn du das runterfährst, fahren automatisch deine Rollos hoch, damit du bessere Sicht auf. Das sind alles so Details, die da mit reinspielen. Das Auto kostet, so wie es hier steht, unser Testwagen, ca. 188.000 Euro. Ja. Und das Auto, der Mercedes, so wie er hier steht, ca. 171.000 Euro. Also 17.000 Euro günstiger, ist jetzt prozentual gesehen nicht super viel cool, aber hey, 17.000 Euro haben oder nicht, in deiner Währung, das ist ein gebrauchter Dacia Duster. So, dann machen wir die Tür auf. Hier haben wir die normalen Sitze drin. Du kannst hier natürlich auch hinten Massagesitze alles bestellen. Ist alles bestellbar, gar keine Frage. Aber unser Testwagen hat es nicht. Zur Erinnerung, die Rücksitze mit Massagefunktion gibt's ohne Aufpreis. Doch dann kann man sie nicht umklappen. Für rund 3.300 Euro sind im Fondsitzpaket Plus auch 2 Displays an den Kopfstützen dabei. Der Hyperscreen ist beim EQS 580 Serie.
kostet aber sonst fast 8.600 Euro extra. Trotzdem reden wir hier über 17.000 Euro Unterschied. Und ich finde, wir müssen hier ein Preis-Leistungs-Verhältnis finden. Stimmt es oder stimmt es nicht? Bedeutet für mich auch, sind die Optionen, die ich aussuche, utopisch teuer? Oder sind die Optionen, die ich aussuche, durchdacht, luxuriös und gut? Und da muss ich sagen, da ist BMW vorne. Definitiv. Die 17.000 Euro Preisunterschied zwischen den beiden Autos, die handle ich dir innerhalb von 2 Minuten weg, das ist kein Problem. Okay, also für mich ganz klar Preis-Leistungs-Verhältnis, was die Ausstattung betrifft, was die Qualität der Ausstattung betrifft, geht der Punkt an den BMW. Bam, ihr habt's gehört. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's richtig spannend. Jetzt steht nämlich 2-2. 2-2 und Performance entscheidet. Alter, krass. Die teuren Elektro-Luxus-Limos liegen sehr dicht beieinander. Es herrscht Gleichstand. Die Performance entscheidet nun über den Gesamtsieg. Los geht's mit einem Drag Race. Welche Allrad-Limousine hat die Haube vorn? Mercedes oder BMW? Kommen wir zu einem richtig schönen Check. Wenn du so viel Kohle für ein Auto ausgibst, willst du Fahrspaß und auch Komfort. Unsere Flugplätze haben wir. Was haben wir vor? Mega, mehr geht nicht. 544 PS, beide Autos, damit die Zuschauer mal ein Gefühl dafür bekommen, wie kräftig diese Elektroautos sind. Haben wir uns ganz schnell mal einen Verbrenner besorgt. Ja, der googelt hier auch schon, der muss sich erstmal ein bisschen warm machen. Der muss warm werden, damit der ein Launch-Control hinbekommt. Der Hyundai i30 N Performance ist ein echter Knaller unter den Power-Kompakten. Stark, schnell und dabei deutlich leichter als die Limos. Aber was können die 280 Verbrenner PS tatsächlich ausrichten? Das Auto wiegt ungefähr eine Tonne weniger. Ne? Der wiegt nur 1,5 Tonnen. Und also schau mal, krass. Der EQS 2560 Kilo, der i7, richtiges Stickshift, 2750 Kilo. Mit dir als Fahrer drin sind wir bei 3 Tonnen fast. Bis eben war er mir noch sympathisch, jetzt ziehe ich ihn ab. Das Spannende ist ja, dass die beiden Elektroautos dieselbe Motorisierung haben, 544 PS. Damit, glaube ich, sind sie vor unserem Verbrennerfreund in der Mitte. Ich sag, mein EQS macht das Rennen. Wiegt 200 Kilo weniger. Ich will auch mein Bestes geben. Mein rechter Fuß ist schwer. Das gewinnt er. Ein Riesendruck, Mann. Druck, Druck. Geht's. Druck drauf. Aber unter Druck kann man am besten arbeiten. Ich sehe das sehr gelassen. Ganz wichtig natürlich, erstmal hier in den Sportmodus wechseln. So, ich bin echt gespannt. Für mich absolut Neuland. Ich weiß nur, dass diese Autos extremst abziehen sollen. Das ist unfassbar. Ich bin schon im Sportmodus. Gleiche Bedingungen für alle. Wer ist schneller von 0 auf 100 km/h? 3, 2, 1, 0. Los geht's, komm schon, zieh! Und Alter, der Mercedes zieht ab. Boah, bin ich gut weg vom Start gekommen. Das ist ja nicht mal knapp. Ich zieh mal weiter von weg von Armin und 4,1 Sekunden! Ja, jetzt kann er beschleunigen. Mir egal, ich bin gar nicht mehr auf dem Stempel. Yeah! Ey, du wirst immer ein bisschen klein im Rückspiegel. Nein, das ist unfassbar, wie du weggezogen bist. 4,14 Sekunden. Alter. Und angegeben ist er mit 4? 4,3. Also Wahnsinn. Werksangabe noch mal unterschritten. Unglaublich. Oh, unser Verbrennerkollege. Sag an. Gar nicht so langsam. 5,59. Wow. 5,59 hat er gut mitgehalten. Aber der wiegt auch über eine Tonne weniger. So, jetzt komme ich. Sehr angegeben gern. Mit 4,7. Und ich habe 5,05. Jetzt haben wir eine Sache, ganz klar, der Mercedes steckt jetzt in diese Kategorie natürlich weit vor. Und jetzt kommt es darauf an, wie komfortabel ist das Auto hinten, wenn wir ein bisschen sportlicher, agiler fahren, wenn wir schneller zum Termin müssen als gedacht. Da gehe ich nach hinten, du setzt dich vorne rein, okay? Ich möchte in Ruhe arbeiten, fahr vernünftig, okay? Denk dran, du bist in der Probezeit. Ja? So, und die erste Sache, bitte, Alex. Ja, jetzt komm, jetzt reicht mir. Du bist in der Probezeit, es reicht mir. Ey. Zuerst wartet der Highspeed-Test auf den Mercedes. Fahr 180 bitte. 180? Ich möchte gucken, ob ich da noch telefonieren kann. 120? Ja. Ey, der EQS ist schon wirklich Weltklasse gedämmt. Mega.
Das ist 160. Das fühlt sich an wie 110. Ich bin schon bei 190. Also okay, das hat's bestanden. Wir fahren 180 und wir müssen uns nicht anschreien. Gar nicht, alles entspannt, ja. Ja, ich möchte dich auch halten. Also ich gehe immer mit meinem Personal gut um. So, und jetzt kommen da hinten so ein paar Pylonen. Und da möchte ich dich einmal darum bitten, dezent so rüberzufahren, dass die Sitze auch hier weiß bleiben. Du hast es eilig. Das ist der Handlungsspielraum, den ich brauche. Boah, die stehen in. Boah, fuck. Spürst du, wie die Hinterachse mitlenkt? Aber und wie crispy wir hier rumkommen? Boah. Wie agil der ist? Ja, er wankt. Durchaus sind 2,5 Tonnen. Da regelt noch er auch. Ein Laptop. Ich habe 2 Laptops. Ich muss arbeiten, Alter. Oh. Das war knapp. Ich schenke dir schon viel Vertrauen, ne? Irgendwo merkst du das Gewicht. Krank. Aber die Wendigkeit, das macht Spaß, den zu fahren. Ja. Fazit, wir haben 180. Ich kann locker telefonieren. Die Bodenwellen, also unsere Fahrbahn, ist hier alles andere als perfekt. Aber trotzdem spürst du nichts. Der schluckt alles weg. Und Slalomfahren ist auch überhaupt kein Thema. Der Mercedes besitzt annähernd den gleichen Wendekreis wie ein VW Golf, dank mitlenkender Hinterachse. Die hat der BMW aber auch. Bevor wir losfahren, gehe ich jetzt in meine Reiseposition. Ich muss das einmal gedrückt halten. Okay, wir legen los, wenn du fährst. So, ich habe jetzt alles fertig. Ich habe mein 33 Zoll bin ich rausgefahren. Ich liege bitte nicht schneller als 180, weil ich telefonieren möchte. Stört dich das, wenn ich nebenbei was gucke? Oh, warte, ich mache meine Massage noch mal an. Der geht nicht ganz so krass wie der EQS. Das fühlst du? Ja, der drückt dich nicht nach vorne, der marschiert nach vorne. Hamid, ich würde sagen, ich habe hier an der A-Säule ein bisschen mehr Windgeräusche als im EQS. Hier hinten ist es identisch. Der erste kleine Minuspunkt. Und wenn es noch fahraktiver wird? 2,7 Tonnen im Slalom. Boah, auch hier die Hinterachse. Boah, das ist so geil. Shit. Aber du spürst schon, wie er wankt, ne? Ist nicht mehr ganz so komfortabel. Da war der Mercedes viel komfortabler. Oh. Ja, ich hab den aber auch mies gerade über die Pylonen da geworfen. Ne? Bist du stolz auf dich? Schon gut. Fette Batterie, relativ niedriger Schwerpunkt, ja. Aber so ein bisschen ins Wanken kommt er und ist halt einfach kein reiner Sportwagen. Nein, merkst nein, du einfach nein, nein, nein. So schnell bewegt wohl keiner seine Elektro-Luxus-Limo. Aber es geht ja um die feinen Unterschiede, auch bei ungewöhnlich dynamischer Fahrt. Sehr, 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 sehr schön, ich muss sagen. Mega komfortabel hinten, meine Liegeposition. Aber so ein Slalomfahrt, Alter. Ja, boah, sorry, muss sein. Ja, ich kenn's auch als Beifahrer, unangenehm. Ja. Aber es geht doch darum zu schauen, wie ich sportlich sind die. Ich bin nicht der Beifahrer gewesen, ich war hinten der Chef. Der Chef ist nur mal so nebenbei. Luxuslimousinen, aber man will ja auch so ein bisschen Fahrspaß haben, wenn es drauf ankommt. Ja. Mhm. Und vor allem der EQS, so 0 auf 100 in so guten 4 Sekunden, das ist echt ein starker Wert. Und dann kommen diese ganz kleinen Nuancen, wo mein Fahrer, Herr Bangula, sagt, die A-Säule pfeift mir ein bisschen. Es ist einfach so. Bei 180 hörst du die A-Säule deutlich mehr. Okay. Obwohl der i7 top komfortabel ist und Bodenwellen wegbügelt. Der EQS kann es halt auch wirklich gut. Perfekt, ja. Und der ist einfach der sportlichere. Der ist der sportlichere. Der Punkt geht ganz klar an den Mercedes. Somit steht es nach 5 Checks 3:2 für den Mercedes EQS 580 4MATIC. Oh ja. Wie erwartet ein super knappes Rennen. Und tatsächlich ist 3:2 ausgegangen. Und wer ist geworden? Der Mercedes EQS. Ich muss sagen, alter Schwede, es ist echt eng. Es ist echt eng gewesen. Aber es sind zwei gleiche Autos in der gleichen Klasse. Aber das Auto wurde eher konfiguriert für den Fahrer. Ja. Dieses Auto wurde konfiguriert als Hinten-Rechtssitzer. So, aber trotzdem haben wir ein Ergebnis. Der Mercedes hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Mercedes. Ich nehme jetzt den Mercedes und du kannst hinten den W nehmen. Okay? So. Er schnappt sich das Gewinnerauto. Okay, ich fahre so gerne Auto, du lässt dich gerne fahren. Kann ich mich auch mit dem BMW anfreuen, passt schon. Ja, ja, bis zum nächsten Mal. Und das hier hat der Hamid nicht. Ciao, Servus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.